Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fischeaszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Monatshoroskop Liebe und Leben im September 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Eure Sterne stehen super für Flirt, Begegnung und Partnerschaft. Ihr wirkt charmant und bezaubernd. Genießt die Aufmerksamkeit, aber achtet drauf, wem ihr euer Herz und euer Vertrauen schenkt. Falls ihr in einer Liebesangelegenheit oder zu einem anderen Thema eine persönliche Beratung braucht, bin ich gerne für euch da. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder über meine Homepage und die Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier im Bild. Im September geht ja die Sonne in die Waage, Zeichen der Schönheit und der Geschenke. Aus diesem Anlass verlose ich eins meiner Sternzeichen-Kolliers mit dem alchemistischen Originalsymbol für das Zeichen Fische. Das sind die beiden Halbschalen, die sich verströmen. Ein Symbol für die empathische und hilfsbereite Energie der Fische. Das sieht dann so aus wie das, was ich trage. Ich trage natürlich das mit dem Steinbock drauf. Und ihr könnt euch theoretisch auch ein anderes aussuchen, wenn ihr das verschenken wollt. Und wie ihr an der Verlosung teilnehmt, erfahrt ihr am Ende des Videos. Also bleibt dran. Jetzt wollen wir in eure Sterne für den September schauen. Alles über eure langfristigen Tendenzen und welche Geburtstagskinder spezielle Aspekte empfangen, erfahrt ihr in meinem Jahreshoroskop, entweder im Video oder ihr könnt es auch in meinem Buch nachlesen. Das Buch und das E-Book gibt es jetzt zum halben Preis und den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Der Monat beginnt mit der Sonne in der Jungfrau in eurem Partnerhaus. Das ist wunderbar, um neue Leute kennenzulernen. Außerdem stehen die Sterne gut, um liebevolle Gespräche zu führen. Wer von euch in der ersten Septemberwoche beruflich auf Reisen ist, wird dabei nette Leute treffen und erfolgreich sein. Am 6. September wechselt dann auch der Merkur ins Zeichen Jungfrau und geht dann ebenfalls in euer Partnerhaus. Und auch das fördert den geselligen Austausch und euch geht der Gesprächsstoff nicht aus. Der Neumond am 9. September im Zeichen Jungfrau fällt dann auch in euer Partnerhaus und verbindet sich mit dem romantischen Neptun, der bei euch in den Fischen steht. Das ist eine sehr schöne Konstellation und ihr solltet diesen Sonntag nutzen, um über eure Beziehungsträume zu meditieren und eure Wünsche ans Universum abzusenden. Wenn ihr euch plastisch und bildlich vorstellt, was ihr euch von einer Begegnung oder Partnerschaft wünscht, sind die Chancen gut, dass in den kommenden 4 Wochen oder auch in den nächsten 12 Monaten einiges davon wahr wird. Allerdings gilt gerade für euch die schöne Weisheit, pass auf, was du dir wünschst, es könnte wahr werden. Nicht, dass ihr Leute in euer Leben zieht, die zwar attraktiv, aber gar nicht gut für euch sind. Deshalb bittet auch um die Fähigkeit, die richtigen und klaren Entscheidungen zu treffen. Unterstützung bekommt ihr durch Liebesgöttin Venus, die am Tag des Neumondes in den Skorpion geht und dann einen positiven und anregenden Aspekt zu eurem Sternzeichen bildet. Und weil sie im Oktober rückläufig wird, bleibt sie euch bis Mitte November und dann nochmal den ganzen Dezember über in diesem vorteilhaften Aspekt erhalten. Dadurch wird eure Ausstrahlung noch bezaubernder und noch mehr Leute werden verrückt nach euch sein. Und ihr habt wirklich keinen Grund, skeptisch zu sein und an euch selbst zu zweifeln. Genießt die Aufmerksamkeit. Wichtig ist halt nur, dass ihr ein bisschen sortiert zwischen Leuten, die euch gut tun und denen, die euch eure Zeit stehlen oder euch von Wichtigerem ablenken. Schwierig wird das für die Geburtstagskinder vom 2. bis 7. März. Die haben jetzt den Neptun direkt auf der Sonne stehen und tun sich schwer damit, klare Entscheidungen zu treffen. Sie sollten sich ganz viel Zeit nehmen, Menschen näher kennenzulernen. Vom 9. bis zum 18. September wird die Venus einige kritische Aspekte bilden, die euch aber nicht direkt betreffen. Ihr merkt das eher durch Leute, mit denen ihr zu tun habt. Zum Beispiel kann euch euer Flirt oder Partner mit kritischen Bemerkungen piesacken und euch fehlen dann die Worte, sogar wenn ihr intuitiv spürt, dass es ungerecht ist. Es wird aber auch Freunde und Bekannte geben, die ihr Herz bei euch ausschütten und froh und dankbar sind, dass ihr so mitfühlend zuhören könnt. Falls ihr beratend tätig seid, habt ihr bestimmt viele Klienten, die euch aufsuchen. Am 11. März läuft der Mars wieder ins Zeichen Wassermann und befindet sich dann im Vorwärtsgang. Er wird dann noch einmal durch euer 12. Sonnenhaus wandern, sodass das Thema mit den versteckten Feinden oder beleidigten Abgewiesenen, die hinter eurem Rücken agieren, nochmal aktuell wird. Und das kann sich noch hinziehen bis Mitte November.
Lilith geht ebenfalls durch euer 12. Haus und kann eine heimliche Konkurrentin anzeigen, aber diese Konstellation ist noch viel komplexer und hat auch eine seelische Komponente. Dazu möchte ich euch mein Video-Special ans Herz legen. Kreativ, wild und frei, Lilith im Wassermann. Da habe ich die Wirkung von der Lilith für euch ausführlich gedeutet. Die gute Nachricht ist, dass ab dem 19. September wieder mehr Harmonie einkehrt und die Menschen sich wieder höflicher und freundlicher benehmen. Am 23. September morgens um 3.54 Uhr geht die Sonne dieses Jahr ins Zeichen Waage und dann ist Herbstanfang. Bei euch aktiviert sie dann für die kommenden 4 Wochen euer Sonnenhaus der festen Partnerschaft. Mit euren Verführungskünsten und kleinen Geschenken könnt ihr dann den Partner wieder neu in euch verliebt machen. Und ihr solltet zusammen schöne Dinge unternehmen, das schafft gemeinsame Erinnerungen. Wenn ihr alleinstehend seid, sind die kommenden 4 Wochen günstig, um sich mit Wertanlagen zu beschäftigen, vor allem wenn auch andere beteiligt sind, zum Beispiel Familienmitglieder oder Mitaktionäre. Auch Erbschaftsthemen können dann ins Bewusstsein rücken. Rund um den Vollmond am 25. September kann sich ein Konflikt in eurem Freundeskreis ergeben. Ihr solltet in den Tagen kein Geld an Freunde verleihen und ihr solltet auch nicht zulassen, dass sich ein Freund oder Freundin bei euch in eine Beziehungsangelegenheit einmischt. Davon abgesehen sind aber die Konstellationen bis Ende des Monats recht harmonisch für euch. Noch ein Tipp: Falls ihr noch Urlaubstage übrig habt, ist die 2. Septemberhälfte wunderschön, um zu verreisen und Singles können sich dabei sogar verlieben. Das waren eure Konstellationen im September. Wenn ihr eine persönliche Frage zu einem bestimmten Anliegen habt, könnt ihr euch gern für eine Beratung an mich wenden. Ruft einfach auf meinem Kundentelefon an oder schaut auf meiner Homepage vorbei. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Samstag, den 1. September 2018 um 17 Uhr und anschließend ist wieder ein Termin am Freitag, den 5. Oktober um 17 Uhr. Und da könnt ihr mir dann immer eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Im September beginnt ja die Zeit der Waage, Zeichen der Schönheit und der Geschenke und deshalb gibt es in meiner Verlosung diesmal eins meiner Sternzeichen-Kolliers zu gewinnen. Und wenn man es trägt, sieht es so aus. Jedes Collier zeigt das alchemistische Originalsymbol des Tierkreiszeichens und wurde nach meinen eigenen Entwürfen gestaltet. Und das könnt ihr zum Beispiel verschenken oder euch selbst damit schmücken. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Ich finde es auch super, wenn ihr meine Videos auf Facebook teilt, so dass sich eure Freunde auch über die Botschaft der Sterne informieren können. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei und ihr erfahrt dann auch automatisch, wann ich neue Videos hochlade. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Video-Specials empfehlen über Lilith im Wassermann, Uranus im Stier, Chiron im Widder oder Saturn im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.